Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Airport CEO. Ja, seit dem letzten Mal habe ich das Spiel ein bisschen laufen lassen. Ihr seht schon, wir haben 1.119.820 aktuell auf dem Konto. Natürlich ein bisschen fluktuierend, aber es läuft schon. Ja. Die Richtung zusetzen, okay. Wir tun diese zwei Dinger nach hier unten verlegen. Weil das ist ja liefermäßig eigentlich was. Bitte, das sollen jetzt dann meiner Meinung nach hier geliefert werden und die Mitarbeiter, die sollen dann hier drüben ankommen. Dann wird dementsprechend hier noch der Weg natürlich vergrößert. Zack. Und dann kommt hier noch so ein... Ey, wo ist es jetzt hin? Kommt hier ein mittelgroßer Fußüberweg hin. Weil ich würde halt jetzt, wie gesagt, gerne die zwei Sachen hier oben wegbringen. Dann reißen wir die Hälfte der Straße hier raus. Und tun dementsprechend... Auch da draußen eine Einbahnstraße. So. Jetzt fahren wir hier ein bisschen anders rum. Jetzt müssen die jetzt mal hier vor Ort ein bisschen bauen. Gut. Aber wir haben ja schon in der letzten Folge gesagt, dass es jetzt dementsprechend bestimmte Sachen zu erledigen sind noch, die wir machen müssen, neben dem Café, das hier natürlich, denke ich, einen guten Umsatz aktuell macht. Ja, heutige Verkäufe 200 von 40, also ich glaube, die machen echt einen guten Umsatz in dem Fall. Wir wollen auf Gepäck setzen. Und ihr seht schon, ich habe einiges am Forsch mittlerweile. Ich habe in der Zeit, wo das Ganze gelaufen ist, natürlich den Betrieb ein bisschen am Laufen gehalten und auch immer wieder FE Forschung betrieben. Vorfeld Parkpositionen tue ich gerade erforschen. Der Flughafen ist natürlich immer noch klein as fuck. Wir brauchen 750.000, hätten wir jetzt ja rein theoretisch, aber ich will jetzt noch kurz warten. Dem überlegen, ob wir dann halt hier runter erweitern, hier noch eine Start- und Landebahn hin, dann die große hinkommt. Denn wir können auch schon die große Landebahn bauen, mittlerweile. Hier, mittelgroß. Ich muss niesen. Ui, durchzogen. Die ist halt ein bisschen länger. Ein bisschen länger. Und dementsprechend müssen wir dem hier halt auch dann dementsprechend die Struktur neu bauen und bräuchten natürlich mehr Platz und dann würden das hier zu großen und dann hier drüben noch kleine Parkflächen entstehen, hier noch eine Start- und Landebahn, eine kleine und dann dementsprechend laufen. Später, denke ich, werden wir hier zwei Startbahnen haben, hier zwei Startbahnen und dann halt ein großes Terminal. Aber aktuell stehen wir ja gut da noch. Der Zufluss ist auf jeden Fall riesig groß. Und mein Plan wäre jetzt, es sind ja so zwei Transitstrukturdaten. Eine davon muss aber dann auf jeden Fall raus, beziehungsweise vielleicht eine Taxistelle. Denn wir machen jetzt hier dann noch so Parkflächen für Privatparkfahrzeuge fürs Erste. Und bin mir noch nicht sicher, wie ich die am besten aufstelle. Das wäre natürlich genial. Stellen wir mal eins hier hin. Eins hier hin. Dann muss da noch eine Straße durchgeführt werden natürlich. Eine neue mit Beton. Und dann wird die dementsprechend auch direkt One-Way gemacht. Außenrum überall... ein Walkway hin. Und dann machen wir das jetzt, um oben das alles aktiv fürs Erste zu lassen. Hier Fußübergänge, Wege hin. Ich glaube, das sollte gut passen dann.
Dann haben wir natürlich unsere Parkfläche gleich mal vergrößert, auch für Dauerparker. Dementsprechend schon was vor Ort, was natürlich mega, mega... Gut, die müssen jetzt erstmal die Straßen errichten. Ich hoffe, ich kann dem sagen, okay, ich hätte gerne das andersrum. Weil dann fahren die hier rein und fahren dann hier unten wieder raus. Jetzt hat fährt dann müssen die hier unten irgendwie rein, darum. Und das ist natürlich nicht unbedingt der Plan eigentlich. Na, schau, der biegt schon hier ein. Der nutzt schon die neue Straße. Jetzt werden hier noch Pathways und alles. Natürlich alles auf höchstem Niveau aktuell im Baumodus. So, wir können uns aber schon überlegen, wo wir denn die Treppe in den Keller machen. Wie gesagt, wir haben hier ein Security-System noch, was dann laufen muss. Das würde ich wahrscheinlich hier unten drunter direkt bauen. Wenn wir gucken, sind wir hier. Das ist die Fläche, wo unser Flughafenbereich aktuell ist. Und Keller-Systeme sind ja eher was für andere Sachen. Gut, wir müssen aber dementsprechend natürlich dann auch die Schalter vergrößern. Denn es gibt natürlich die mittelgroße... Ah, nee, warte mal, was ist denn das hier? Der Check-In-Schalter brauchen wir. Weil natürlich, die brauchen jetzt die Funktion, dass sie... Warte, da müssen wir mal eins nach oben gehen wieder. So, wo ist es denn? Personenschalter. Wenn wir uns den mal anschauen. Der ist dezent größer. Also dezent massiver und alles. Demnach natürlich alles ein bisschen größer. Natürlich gucken, wie wir das Ganze machen. Ich will gleich die Hochgeschwindigkeitsbänder nehmen. Und würde dann halt sagen, okay, wir machen hinten Durchgang, hinten drum und dann geht es alles nach unten direkt. Weil ich kann nicht einfach so eine... Was ich schade finde zum Beispiel, es gibt nicht diese Funktion jetzt zum Beispiel, hey, ich würde gerne hier einen Weg über das Transportband machen. Ich weiß zwar nicht, ob sie einfach drüber laufen können, aber ich hätte es halt gerne, ne? So. Eine Start- und Landebahn schaut natürlich auch aktuell nicht mehr allzu prickelnd aus. Lass mal dann die Reparatur drüber. Alle bei 50%. Eieieiei. Alles nicht wunderschön, aber... Was willst du machen? Was willst du machen? Ich bin auch leicht verschnupft, so ein bisschen. Vielleicht so leicht und erkältet auch. Don't know, but ich würde mal sagen, das hält mich hier nicht auf, dass wir weitermachen. So. So, die sind jetzt hier alle am Warten am Check-In-Schalter. Der muss jetzt auf die Toilette. Die Toiletten sind aber echt gut benutzt. Also Wahnsinn, der putzt jetzt hier, wie scheint. Ein bisschen Deodorant, da drüben hat jemand die Toilette kaputt gemacht, Leute. Was sind das? Männer, die hier drüben drin sind? Erlaubte Personengruppen. Sind das Damen oder sind Damen? Okay. Von oben schauen alle irgendwie hier wie Männer aus. Das ist unnormal. So, auch schnell, die nutzen schon die Privatparkplätze. Kann ich die umdrehen? Was steht hier? What? Was ist denn das für ein langes Ding? Als Langzeitparkplatz eingerichtet, hat einen geringen Fahrzeugdurchsatz und sollte weiter entfernt von einem Terminal platziert werden. Was? Okay, weil es Kurzzeit ist, ist es jetzt hier vor Ort. Mhm. Aber sie parken ja alle. Jetzt mal noch kurz sehen, wie sie dann dementsprechend auf, aussteigen und hingehen. Wir werden ja sicher gleich aussteigen, oder? Wo sind denn die jetzt? Wo sind die Menschen zu den Autos? Wo poppen die denn dann auf? Status leer. Die Autos sind aber erst gekommen und die sind leer. Hä, wo kommen die raus? Hä? Parkplatz nur für Mitarbeiter. Nee, aber hä? Alter, die sind auch gleich voll. Ah, ich hör, da steigen jetzt Leute aus. Hä? Und die gehen auch rüber.
Warum sind an den anderen Autos jetzt niemand ausgestiegen? Okay, die nehmen jetzt schon die Parkplätze, okay. Da steigt auch jemand aus. Da auch. Was bei den anderen passiert? Sind die magisch untergegangen oder was? Hä? Okay. Nicht lassen schnacken jetzt. Ach, schade, ich glaube, bei uns ist schon wieder was fertig geworden in dem Fall. Gleich mal wieder in den Betrieb gehen. Hier in F&E, die sind schon fertig. Nehmen für große Flugzeuge. Oh, das wird natürlich super. Terminalbereich Werkzeug. Verbesserte Anflugbefeuerung, Catering Service, Uhrenzulassung, Notfalleinheiten. Ich glaube, das wäre auch was wir machen müssen. Notfalleinheiten hier auf das Gelände bringen. So. Aber als nächstes bauen wir erstmal unser neues Gepäcksortiersystem. Und dementsprechend dann noch nicht geöffnete Terminals. So. Aktuell gehen die bis hier, aber das werden wir dann ändern. Wir brauchen jetzt noch hier eine Tür. Tür. Einfach damit ein Durchgehen jetzt nicht unbedingt automatisch gegeben ist. Wäre das schon mal ganz, ganz schlau. Ah, die wollen jetzt alle in den Bus, okay. So. Okay, die kann ich bitte nochmal ausschalten aktuell. Die sind noch nicht ready. So. Dann dementsprechend, wo waren die Zonen? Ist alles ja Personalbereich in dem Fall. So, und jetzt tun wir das mit dem Paketband gleich noch machen. In dem Fall Hochgeschwindigkeitsband nach unten. Zack. Wenn wir jetzt nach unten gehen, hätte ich natürlich hier auch ein Terminal-Fundament. Ich werde wahrscheinlich hier irgendwo drüben den Eingang designen dann. Okay, gehen wir wieder nach oben. Und dann wird halt wie hier gedacht, zack, so mal ein. Dadurch, dass es hinter der Sicherheitskontrolle ist, können wir daraus direkt noch eine Sicherheitszone machen. Hm, die machen gerade gleich den Keller fertig. Ja. Und hier unten wird dann direkt auch natürlich mit Hochgeschwindigkeitsbändern gearbeitet. Also irgendwie hat das hier nicht so ganz funktioniert. Warte mal. Gepäckband. So. Hochgeschwindigkeits. Gut. Sollen die erstmal hier unten alles fertig machen? Lassen wir die kurz machen. Weil dann kommt hier die Treppe nach unten und dann können sie nach unten das halt dementsprechend auch erweitern. Naja, aber der Flughafen läuft aktuell sehr, sehr gut. Und ich finde, wir sind hier auch sehr gut dabei. Oh, schon wieder Winter. Schau an. Wir können auch gleich mittlerweile enteisen sogar. Wenn wir unter Flugzeug gehen, glaube ich, gibt es hier irgendwo die Enteisung. Haltestelle Vorfeld, Shuttle, Haltebucht für Servicefahrzeuge. Ermöglicht es Ramp Agents zum Vorfeld, Parkposition und wieder zurück zu gelangen. Muss eine Verbindung zu luftseitigen Straßen haben. Sollte es... Ach du heilige Scheiße. Müllsammelstelle. Das ist so eine Sache, die müssen wir auch noch bauen. Und da würde ich halt hier gerne erweitern, einfach damit wir so ein Gebiet haben, wo wir nur diesen Blödsinn bauen können zwischendurch, weil das braucht halt auch wirklich viel Platz wieder, ne? Das ist halt irgendwie uncool. Weil wenn ich es hier hinsetze, ich würde es ja so hinsetzen. Reinfahren und könntest du hinten wieder rausfahren. Dann gebe ich die Möglichkeit auch noch. Das machen wir jetzt auch gleich fertig, soweit. So, jetzt brauchen wir Servicestraßen. Beton schon.
Erneuert alles drum und dran. Gut, könnt ihr jetzt mal den Raum hier fertig machen? Das können sie auch oben mal bitte bauen. Sicherheitszone. Wie schaut's unten aus? Das haben sie schon fertig gebaut, okay. Sicherheitspatrouillen. Jetzt, wir haben gleich das erforscht, fertig erforscht, kann es sein? F und E fertig, ja. Dann U-Bahn-Zulassung. Ich würde erstmal sagen, dass wir verbesserte Catering-Services noch machen hier. Ein Catering dementsprechend erstmal hier erforschen noch. So, jetzt langsam können sie aber hier oben beide auch machen, ne? Könnt ihr mal dieses Terminal hier fertig machen? Das wäre super nett. Alter, der Parkplatz ist auch schon bummvoll. Holy shit. So, jetzt sollte ich ja eigentlich auch so Notfallmannschaften haben. Mittelgroßes Radar. Habe ich das schon aufgestellt? Nee, noch nicht. Was ist denn das jetzt gut? Gerade sind beeindruckende Bauten mit dem Anzahl täglicher Flüge maximal erhöhen. Das ist natürlich cool. Stellen wir jetzt mal hier hin. Irgendwo habe ich das Team doch auch, oder noch? Wo habe ich denn das hingestellt? Da steht das Kleine auf jeden Fall, glaube ich. Dann stellen wir daneben gleich mal das Große fürs Erste. Wird eh wieder verschwinden, von daher. So, hier haben wir die Enteisungslager und hier haben wir das die Enteisung hier. Und die ist riesig. Und dafür brauchen wir eine eigene Parkfläche noch und alles. Also das... Oh, die Müllsammelstelle ist gleich dann noch das Einfachste. Jetzt brauchen wir natürlich die Fahrzeuge auch noch dafür. Fahrzeuge kaufen. Sonst müsste es hier so Müllsammelfahrzeuge geben, oder? Treppenfahrzeuge, Vorfeld, Servicefahrzeuge, Enteisungsfahrzeuge, Flughafen, Polizei, Rettungswagen, Feuerwehrfahrzeuge, Servicefahrzeug für Bodenverpflegung, Fahrzeugkontrolle, Fahrzeughalle, Müllsammelstelle. Dann sind es die wahrscheinlich hier. Servicefahrzeuge, Vorfeld, Treppenfahrzeug, kleines Push-Force-Fahrzeug, kleines Hauler, Förderbandwagen, großer Pull-Force, Skelettschlepper, Vorschlepper ohne Dach. Nein. Jetzt bestellen. Dann kann hier der Müll angenommen werden. Bin ich schon mal gespannt. Die müssten ja dann auch gleich kommen. Produkt ist angekommen, da kommen sie. Durch den Check durch. Dann können wir jetzt als Flughafen anbieten. Das war unter Betrieb, glaube ich. Fahrzeugkabinenreinigung. Dann können wir ab sofort auch die Kabinen reinigen. Ist natürlich super. So. Ja, jetzt ist der Raum fertig, schauen. Jetzt können wir hier eine Treppe nach unten bauen. So. So. Die Frage, was ist da oben und was ist da unten? Ich weiß es gerade echt nicht, ne? Es könnte sein, dass es so richtig ist, so falsch ist. Wir bauen jetzt einfach so scheiß drauf. Ah, schaut gut, wo nach unten geht. Gut. Alter, das ist auch schon bummleer. Bummvoll. Holy shit. Minibus und alles drum und dran. Kannst du gucken. So, wir können jetzt wahrscheinlich auch schon ein Notfallsystem und alles bauen. Ah, Catering. Haben wir jetzt auch schon. Hä?
Ach, das hat jetzt einen zweiseitigen Anschluss auch noch. Oh, holy shit. Das ist uncool. Oh, das ist uncool. Dann stelle ich dich jetzt mal hier hin. Da muss ich dann eine normale Straße anschließen. Ihr habt doch einen Schaden. Ich bin froh, wenn wir alles nochmal in Zukunft umbauen können. Einfach mit ein bisschen mehr Platz und so. Will ich also mindestens hier reinfahren. So. Dann kann ich jetzt hier nochmal das wegreißen. Und hier auch nochmal wegreißen. Dann kommt jetzt hier die Straße hin. Und dementsprechend auch ein kleiner Fußgängerüberweg. Ey, die sind doch wahnsinnig. Die haben doch voll den Schaden, ey, ich glaub's ja nicht. So, und dann kommt hier dementsprechend natürlich noch ein breiterer Fußweg drüber. So, zack. No, stopp, das ist jetzt nicht so, wie es sein sollte. Vor allem ist der... Ja. Ah, sie nutzen es, okay. Einfach einen Fußgängerweg hier. Okay, dann haben wir jetzt hier noch einen Catering-Service. Dann brauchen wir noch Catering-Wagen und alles drum und dran. Oh. Wir greifen hier schon wieder vor, Leute. Aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wo wir dann hoffentlich aus den zwei schönen Sachen hier Profit schlagen können. Also, bis dann. Ciao.